Weiter geht's mit Assassin's Creed Brotherhood. Bevor ich jetzt überhaupt irgendwas mache, mir ist vorhin aufgefallen, dass hier so ein Ausrufezeichen-Ding dran ist. Ich weiß nicht warum, aber ich werde es bestimmt gleich herausfinden. So, kommt jetzt irgendwas, was ich sehen sollte oder was? Also, für irgendwas soll ja... Desmond ist zurück. Nicht? Wie? Hallo? Das war's schon? Können wir mal drüber reden, was ich letzte Folge gefunden habe? Warte mal, hier. Rebecca hieß du. Hast du mir was zu sagen? Warum müssen wir ständig hier unten bleiben? Ja, hat sie nicht, okay. Abstergo sucht noch nach uns. Am besten gingen wir gar nicht mehr raus, aber dann gehen uns die Vorräte aus. Ist wie in der Höhle bei einem Platzregen. Ja, und wie ich die Templer kenne, ist hier bald tiefste Regenzeit. Ja, okay. Warum bin ich jetzt rausgelaufen? Oh, warte mal. Was leuchtet denn hier? Oder was? 21.09. Das vor 12. Ich weiß doch nicht, was? Moment, Erudit? Wer ist das? Achte darauf, im Verteiler zu bleiben. Ich habe irgendwie keine Ahnung, wer ist hier. Ich kann mir MP3-Player nicht finden. Ist mir scheißegal. Gut, alles klar. Gut. Hätte sich das auch erledigt. Dann gehen wir wieder rein. Das Baby wäre soweit. Oh, das Baby. Alles klar. So. Können wir dann? Ich hab's eilig. Ich habe noch einiges zu tun. Oh, ich find... Der ist aber wirklich älter geworden, der Ezio. Holy shit, da habe ich nie so drauf geachtet. Okay, zurück zum eigentlichen Thema. Und zwar... Ja, was mache ich denn? Hier hätten wir Copernicus, das ist auch eine DLC-Mission. Wir hätten hier die Hauptmission. Warum mache ich das nicht mit Da Vinci weiter? Das finde ich doch eine super Idee. Ja. In der letzten Folge ist Da Vinci verschwunden. Und ich gehe mal davon aus, dass ich ihn jetzt halt finden muss. Denke ich mal. Also würde es nur passen, wenn ich die Mission direkt im Anschluss mache. Ja. Ist ja auch nur 2 Meter entfernt, ist ja quasi um die Ecke. Ist ja nicht allzu weit. Und man kann ja Gott sei Dank ein Pferd benutzen. Was auch eigentlich ziemlich cool ist. Und ich mache es deutlich zu wenig. Deutlich zu selten, hätte ich wohl eher sagen sollen. Oh, ist aber auch verwinkelt hier. Eieieiei. Heidewitzka, hier kommt man ja gar nicht durch. So, das ist schon besser, jawohl. Offene Straßen, so gefällt mir das. Oh, was macht er denn da? Oh, das ist ein Antrag, sorry. Oh, das ist mir jetzt unangenehm. Huch, habe ich den wohl ein bisschen gestört. Weg hier. So, kann ich noch Geld abheben? Habe ich noch was drauf? So, hab ich was drauf? Oh, ich habe sogar Geld. So langsam wird's. Ich werde ein bisschen reicher. Okay, ab zu Da Vinci. Hoffentlich. So. Wiederhergestellte Erinnerung. Und zwar ist es diesmal... Spiel? Willst du mir den Titel nennen? Oh, wo ist das denn? Bel Rigado? 1506. Das ist ein schöner Garten. What the fuck? Oh, das ist bei den Borgias, ne? Oh, da komme ich aber nicht so einfach rein. Wie? Machst du das? Okay, wir machen das wirklich? Der eine, der entkam. Den Palazzo Belligiado infiltrieren und Lucrezia Borgia zu finden und die gestohlenen Gemälde aus der Villa aufspielen. Haha, Lucrezia Borgia. Da ist sie ja. Uiuiui. Habt ihr den Ausritt genossen, Duquesa? Kaum. Ich musste wie der Teufel reiten, aus Furcht vor einem Messer im Rücken. Ha? Aber das verstehe ich nicht, Duquesa. Wer will euch töten? Mein Vater hielt sie im Zaum und mich sicher. Doch jetzt jagen sie mich, sie wollen meinen Kopf. Wer? Aber, Signora... Ich dachte, auf dem Land wäre es ruhiger. Aber der Tod folgt mir auch hierhin. Verstärkt die Patrouillen und warnt mich vor Eindringlingen. Niemand betritt den Palazzo außer der Leibgarde meines Mannes. Ihr habt die Herren gehört. Schlagt Alarm, wenn ihr einen Eindringling seht. Warum ist denn die so paranoid? Armer Alfonso, sein Weib ist von Sinn. Da hat er recht. Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Okay, ich muss also unbemerkt bleiben, richtig? Na, ist ja super. Zack. Zack. Warte mal.
Moment mal, sieht das wer? Das werden wir es gleich herausfinden. Hat keiner gesehen. Wie, niemanden töten? Um Gottes Willen. Na, ist klar. Okay, Versuch Nummer 2. Ich sollte vielleicht auch ein bisschen besser zuhören. Shit. Okay. Ach, kann ich das nicht skippen? Ach nö, Mensch, Jungs, Mädels. Habt ihr den Ausritt genossen, ja. Kaum. Nein, ich musste wie der Teufel reiten aus Furcht vor einem Messer im Rücken. Aber das verstehe ich nicht, Duquesa. Wer will euch töten? Mein Vater hielt sie im Zaum und mich sicher. Die ist ein bisschen paranoid. Doch jetzt jagen sie mich, sie wollen meinen Kopf. Aber, Signora... Ich dachte, auf dem Land wäre es ruhiger. Aber der Tod folgt mir auch hierhin. Verstärkt die Patrouillen und warnt mich vor Eindringlingen. Ja. Niemand betritt den Palazzo außer der Leibgarde meines Mannes. Okay, also muss ich wahrscheinlich... Ne, das geht gar nicht. Ihr habt die Herren gehört. Schlagt Alarm, wenn ihr... Wie komme ich da unbemerkt rein, wenn ich nicht die Rüstung der Leibgarde habe? Sein Weib ist von Sinn. Gute Frage. Nächste Frage. Alles klar. Diesmal weiß ich ja, kein Töten. Das heißt, ich muss hier reinspringen. Der bewegt sich weg. Das war frech. Das hat er gerade nicht gemacht. Komme ich jetzt unauffällig hoch? Oh, scheiße. Ich habe ein bisschen Zeitdruck bestimmt, oder? So. Hopp, 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 Ezio. Jawohl. Aber Anfang ist schwer, ne? Oh, okay. Marcosa, was ist in Ihnen gefahren? Wie, gar nichts. Du siehst mich nicht. So, jetzt Ezio. Muss ich mich ehrlich darum... Oh mein Gott, Ezio, du warst immer stärker, ne? So, jetzt aber. Zack, zack, zack. So weit, so gut. Die sehen mich nicht. Wundervoll. Warte mal. Wenn ich da jetzt reinhüpfe, bin ich dann am Arsch? Irgendwas sagt mir, dass ich da nicht rein sollte. Aber habe ich eine andere Möglichkeit? Habe ich nicht. Okay, bitte lauft einfach gleich weiter. Oh, Gott sei Dank, Spiel. Dankeschön. Das funktioniert sogar? LOL. Okay, ich dachte, mich guckt wer an. Und jetzt? Ach so. Aha, okay. So weit, so gut. Der Hase ist ganz schön am Hoppeln hier. Okay, weiter. Und jetzt? Er wird sich noch etwas beißen. Nein, ich breche mir nichts. Hör auf, über mich zu reden. Danke. Ich bin nicht hier. Mich darf keiner sehen. Zack. So. Oh. Ich soll die Schuhe der Duquesa putzen. Niemand darf den Palazzo betreten. Ja, weil die ist ein bisschen paranoid. Können Sie Ihre Schuhe dann selber putzen? Was die Duquesa tut oder nicht tut, geht uns nichts an. Ah ja. Das ist lächerlich, das sage ich euch. Das solltet ihr besser nicht tun. Ich beschwere mich beim Duca. Solange ihr nicht hereinkommt, wird es niemand hören. Ist das überhaupt der richtige Weg hier? Jetzt reicht es mir aber. Bleibt, wo ihr seid. Lasst mich durch. Ihr müsst warten, bis die Duquesa euch erreicht. Moment, okay. Hier hoch? Ey, ich was? Warum? Hallo? Nein, nicht Karte öffnen. Was soll denn das? Ich hab doch gar nichts gedrückt. Zack. Und jetzt hier an der Wand hoch, oder was? Soll ich loslassen? Oh, Junge. Ist das aber... Das funktioniert erstaunlich gut. Muss ich jetzt hoch? Hier hoch? Nee, doch. Ja. Nein, was? Hier hoch. Da stehe ich ein bisschen verarscht. Zack. Hopp. Also bisher läuft es ja echt erstaunlich gut. So, die Truhen sind mir egal, weil die Truhen lenken mich nur ab. Und ich habe... Ja, komm, was soll's. Die Truhe wird mitgenommen, wenn wir schon mal hier sind. Was soll's. Zack. Und hopp. So, wie komme ich denn da jetzt bei ihr rein? Sind überall... Hier ist ein Zaun. Kann ich aber drüber klettern? Dann werden wir es gleich herausfinden. Okay. Dass das auch keiner sieht, finde ich erstaunlich gut. Ja, ihr seid beschäftigt, ne? Ich kletter da mal weiter rum.
Zack. Ah, bin ich drin im Garten. So einfach geht er. Zeigt mir sogar den Weg. Oh, aber jetzt wird es, glaube ich, schwerer. Jetzt wird es schwer. Warte, was? Warum zeigt der... Achso, weil ich hier nicht rüber kann, ne? Ah ja, okay. Okay, wie machen wir das Ganze jetzt hier? Oh, okay. Ich hörte, der Papst persönlich... Das funktioniert so einfach? Sehen die mich hier nicht? ...seiner Wachen abgestellt, als Belohnung für seine Hilfe gegen Ravenna. Wir werden ja sehen, wie lange dieses Bündnis hält. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. LOL. Das hätte nicht funktionieren dürfen. Oh, da ist ja Lucrezia. Heißt du Lucrezia? Kommt ihr mich zu töten, Assassin? Noch nicht. Buongiorno, Lucrezia. Oder sollte ich sagen, Duquesa? Ein geborgter Titel, verliehen durch meinen Mann. Unangemessen und kaum der Rede wert. Okay. Ihr behaltet euer Leben. Ich bin nur wegen der Kunstwerke hier. Ihr richtet euch neu ein? Ich zähle 5 Da Vinci-Gemälde, die ihr gestohlen habt. Und ich will sie zurück. Als ob das so einfach wäre. Mein Geburtsort, meine Familie, alles wurde mir genommen. Glaubt ihr, Ferrara liebt mich? Ich bin eine Fremde, eine Verschollene, eine Waise. Eure Gemälde sind verloren, Assassino. Ich glaube euch nicht. Beängstigend, nicht wahr? So viel verloren zu haben? Vielleicht können wir uns gegenseitig... Na, okay. Helfen. Vielleicht. Wo sind die Gemälde? Verkauft an Francesco Colonna. Und eines an jemand ganz Besonderen. Patrizio. Ihr findet ihn in der Nähe des Vatikano. Eines behielt ich für mich selbst. Gebt es mir. Wache! Legt Da Vincis Verkündigung in einen Karren. Lasst ihn vor den Mauern stehen. Die ist zu nett. Und ach so. Schließt die Augen. Mein Mann kommt bald mit seinen Männern zurück. Ihr macht also besser... schnell. Vergebt mir, Duquesa. Was denn? Kein Mann kann euren Schmerz heilen. Das müsst ihr schon selbst tun. Oho. Und grüßt den Duca von mir. Du bist ein Genie, Ezio. Nice. Geil. Okay. Schön. Nice. Oh, ich liebe Ezio. So. Tschüss, Jungs. Nicht mein Problem. Lalalala. Ich komme hier raus. Und ihr kommt mir nicht hinterher. Okay. Einfach meiner Nase entlang, ne? Finde ich den Weg schon. Zack. Ja, ihr könnt noch so viel sagen. Ich entkomme trotzdem. Ah ja. Perfekt. Ein Rückweg, wenn ich falle. Wenn du fällst. Das wird aber nicht passieren, mein Freund. Oh, da hätte ich aber... also, huch. Ja gut, da wäre ich beinahe gefallen. Spring jetzt, jo. Jawohl. Und die Musik ist auch nicht schlecht. Zack. Häng dich dran. Jetzt rüber. Und da sollte der Ausgang irgendwo sein, ne? Hoffentlich. Oh, ein Todessprung? Da bin ich dabei. Und zack. Da ist Gemälde Nummer 1. Wie nett von ihr. 1 von 5 Gemälde gefunden. Oh, das sind echt mehrere Missionen. Uiuiuiui. Da haben wir dann aber noch was zu tun. Hallo? Geht das Spiel weiter oder? Ne, okay. Ist vorbei. Lucrezia ist auch interessant. Hört her! Pilger sollten nach Einbruch der Dunkelheit die... Und wo finde ich jetzt die nächste Mission? Aha. Die wäre dann hier. Ja, dann machen wir... Ich werde da jetzt hinlaufen und dann machen wir gleich weiter direkt.